Bestimmt hast du schon mal was von den sogenannten Lifehacks gehört. Die ganzen Tipps und Tricks haben Nutzer schon zahlreich im Internet gesammelt. Einige Tech-Lifehacks haben uns so gut gefallen, dass wir sie dir unbedingt zeigen möchten. Um dir die großen Aufgaben des Alltags zu erleichtern, reichen oft schon kleine Tipps und Tricks aus. Es sind kluge Ideen und simple Hinweise, wie ein hilfreicher Shortcut. Sogenannte Lifehacks haben sich zum Trend entwickelt. Sie führen dazu, dass immer mehr Menschen ihre nützlichen Alltagstipps im Internet teilen. Wir haben in den Netzwerken und den Videoportalen gestöbert und unsere Top 10 Lifehacks im Bereich Technik für dich zusammengestellt. Platz 10. Die praktische Kabelkarte. So sehen Kopfhörerkabel aus, wenn du sie unterwegs aus der Tasche holst. Mit einer alten Kundenkarte oder ähnlichen kannst du für Ordnung sorgen. Erst schneidest du ein Stück der beiden längeren Seiten ab. In zwei tiefen Schnitten an der schmalen Seite finden die Ohrstecker ihren Platz. Schon ist das Kabel ideal aufgeräumt. Platz 9. Das flexible Tablet. Nicht nur für Handtücher und Wandbilder sind diese selbstklebenden Aufhänger praktisch. Mit ihnen lässt sich auch dein Tablet flexibel an jeder Wand anbringen. Zum Beispiel in der Küche, wenn du während dem Kochen ein Video anschauen möchtest. Platz 8. Der Touchscreen-Stift aus der Chipstüte. Eine leere Chipstüte muss nicht im Müll landen. Einzelne Stücke kannst du wiederverwenden, und zwar für einen Touchscreen-Stift. Mit ihm schreibt es sich wesentlich besser auf einem Smartphone oder Tablet als mit deinem bloßen Finger. Platz 7. Ordnung im Kabelsalat. Hinter dem Schreibtisch sammeln sich schnell viele Kabel an. Es ist an der Zeit, sie zu ordnen. Wenn du sie einzeln jeweils durch eine Foldback-Klammer, auch Vielzweckklemme genannt, fädelst, kommt schnell Übersicht in das Kabelgewirr. Platz 6. Der Smartphonehalter für das Auto. Im Auto kann das Smartphone ein guter Helfer sein. Es wird zum Navi oder verknüpft sich mit einer Freisprechanlage. Doch wo kannst du am besten das Handy ablegen? Bevor du einen extra Halter kaufst, basteln wir selbst einen. Dazu brauchst du eine extra große Klammer und einen einfachen Haushaltsgummi. Voilà! Fertig ist der Smartphonehalter. Platz 5. Die selbst entworfene Ladestation. Dieses Smartphone-Problem kennt jeder. Der Akku macht schlapp. Ihn wieder aufzuladen ist jedoch nicht immer einfach, zum Beispiel wenn es um die Lage der Steckdose geht. Eine spezielle Ladestation erspart dir die Suche nach einer passenden Abstelllösung für dein Smartphone. Mit Hilfe einer Plastikflasche, etwas Farbe und einer scharfen Schere und etwas kreativer Arbeit ist es vollbracht. Sieht schick aus, oder? Platz 4. Lautsprecher für dein Smartphone. Um etwas lauter über dein Smartphone Musik hören zu können, brauchst du nicht zwangsläufig teure externe Lautsprecher. Die Alternative ist Lautsprecher aus Trinkbechern. Dazu brauchst du eine leere Küchenrolle, zwei Trinkbecher und eine Pinnwandnadel. Die Lautstärke überzeugt, auch wenn die Soundqualität zu wünschen übrig lässt. Platz 3. Der Smartphone-Projektor. Wenn du das nächste Mal deinen Freunden Bilder auf deinem Smartphone zeigen möchtest, kannst du sie in der XXL-Version präsentieren. Dafür bastelst du mit wenigen Hilfsmitteln deinen eigenen Smartphone-Projektor. In einen Schuhkarton wird ein großes, rundes Loch in der Größe einer Lupe geschnitten. Nachdem du diese dort fixiert hast, formst du eine Büroklammer zu einem Smartphone-Ständer und positionierst es in der Schachtel. Sobald Licht durch die Linse fällt, wird es reflektiert. Daher musst du dein Smartphone-Display auf den Kopf stellen. Für ein gutes Bild solltest du die Helligkeit des Displays hochstellen und den Raum abdunkeln. Viel Spaß beim Anschauen! Platz 2. Neue Ohrpolster für Kopfhörer. Ein Kopfhörer mit langem Kabel ist ideal, wenn du unterwegs Musik hören möchtest. Einige Modelle haben Ohrpolster, die sich gerne mit der Zeit ablösen und dann nicht mehr zu finden sind. Mit einem Material, das sonst auch in die Ohren kommt, kannst du sie nachformen.
Das sind sie, die perfekt geformten Ohrstöpsel. Und unser Sieger auf Platz 1 ist die Smartphone-Lampe. Die Idee ist simpel, aber gut. An vielen modernen Handys gibt es eine Taschenlampenfunktion. Diese ist nicht nur praktisch, um dir nachts den Weg auszuleuchten. Wir werden sie jetzt zweckentfremden und zu einer Stehlampe umfunktionieren. Dazu brauchst du nur eine einfache Wasserflasche, die du einfach über dem Smartphone-Licht positionierst. Schon hast du eine gemütliche Lichtstimmung für den Abend.